Also ich sag mal 14,95 Euro. 5 Euro und 50 Cent. Hallo ihr Lieben, wir haben heute was ganz Besonderes vor. Ganz Besonderes. Und zwar werden wir jetzt shoppen gehen und Ava darf alles kaufen, von dem sie den Preis erraten kann. Ich bin so aufgeregt. Ich bin mal gespannt, wie gut du die Preise von Sachen kennst. Wir machen uns jetzt auf den Weg, nehmen euch mit, aber erst haben wir natürlich... Machen eine Challenge, wo ich schaffe, jetzt in 3 Sekunden den Daumen nach oben aufschlagen, die Glocke anzuschalten und zu abonnieren. Wenn ihr es geschafft habt, schreibt Preise in die Kommentare, wenn ihr nicht schreiben könnt. Macht euren Lieblingspreis in die Kommentare. Mein Lieblingspreis ist 1,99 Euro. Mein Lieblingspreis ist 0,00 Euro. Boah. Wir machen uns jetzt auf den Weg. Hoffen, ihr habt Spaß mit uns. Ja, los, komm. Ja. Mama, du fährst zu Claire? Natürlich. Ja. Ich hab schon was gefunden, wo ich den Hals haben will. Dieses... Okay, du musst bis auf 50 Cent dran sein. Ich glaube 8,50 Euro. Sicher? Ja. Letztes Wort? Mhm. Willst du gucken? Ja. Halt mal so, dass wir es auch sehen können. 8,99 Euro. Gilt das noch? Ja, das gilt noch. Oh, hey. Ich hab's geschafft. Ein Kaugummi wäre sehr schön. Okay, dann rate den Preis. Warte, du musst bis auf 2 Euro dran sein. Okay, bis auf 2 Euro. Ja. Also ich rate mal 10 Euro. Okay, dann kannst du zwischen 8 und 12 kosten. 8 und 12. Dann guck auf den Preis. Los. Ja. Oh, das ist schön. Ja. Okay, Faultier, danke. Ich hab wenigstens ein Faultier. Mein Lieblingstier. Die willst du? Okay, also du musst bis auf 2 Euro dran sein. Was rätst du? Du hast keine Ahnung, was so Ohrringe kosten, oder? Ja. Aber ja. Die 2 Ohrringe geben mir einen Hinweis. Ich glaube, ich nehme mal 3 Euro, sagst du. Okay, dann guck hinten drauf. Oh, die kosten 8 Euro, Ava. Da warst du aber ganz schön weit weg. Da willst du den Preis raten? Okay. Bis, warte. Du musst bis auf 5 Euro dran sein. Claire's, wir schaffen Erinnerungen. Und wir freuen uns darauf, sie mit dir zu machen. 15,99 Euro. Okay, dann guck mal. Der Preis, warte, der steht hier. 22, nee, schon wieder nicht. Ist 7 Euro weg. Jetzt gehen wir zum DM. Mal gucken, was du findest. Zeig mal, von was du den Preis raten willst. Von dem, okay, ich habe hier meine Hand drüber. Dann musst du bis auf 50 Cent dran sein. 50 Cent, ich rate mal 5 Euro und 50 Cent. 3,75, das war wohl nichts. Von diesen da. Den lilanen möchtest du? Okay, dann musst du bis auf 1 Euro dran sein. Ich rate mal 10 Euro. 3,45, wenn das andere doch 3,75 gekostet hat, konnte das doch nicht so viel teurer sein, oder? Make-up-Preise. Ja, mit 8 ist das noch ein bisschen schwer, oder? Okay, 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 was möchtest du raten? Ohne nicht, guck nicht so genau hin. Nicht, dass du die Preise entdeckst. Das da. Okay, also Ava möchte das hier. Ich glaube 7,50 Euro. 7,50 Euro sagst du. Und du bist sicher, du hast den Preis nicht gesehen? Sicher. Oder 3,50 Euro. Okay, ich glaube 7,50 Euro. Okay. 7,95 Euro. Sehr gut, den kannst du dir schnappen. Ich dachte schon, diese Sachen sind halt so... neu und du sagst es mir immer gesagt, deswegen dachte ich, das muss ja auch teuer sein. Sehr gut. Sie hat noch was zum Raten gefunden, mein Kind. Diese Haarspangen möchtest du erraten. Okay, du musst bis auf 20 Cent dran sein. 20 Cent. Ich glaube 3 Euro. Dann guck mal. 1,95. Das war wohl nix.
Das gefällt dir auch, dann musst du bis auf 1 Euro dran sein. 3,99 Euro. Okay, dann guck mal. 3,95 Euro. Perfekt. Okay. Welches möchtest du nehmen? Ich habe hier meine Hand davor, dass die Eva nicht sehen kann. Passion. Blumi Passion. Ja. Für jemanden, der Englisch spricht, kann sogar zu schlecht Englisch lesen. Du musst bis auf 1 Euro dran sein. Okay, ich habe schon gelernt, du meinst höher. Also ich sag mal 14,95 Euro. 14,95 Euro. Das Ganze kostet 3,95 Euro. Die sagen ja immer, dass Bilou teuer sei, aber so teuer ist Bilou jetzt auch nicht. Gut, also du gehst ohne Bilou nach Hause. Dann bring mal deine 3 Sachen zur Kasse. Ava hat sich jetzt ausgesucht, zum H&M zu gehen. Die Taucherbrille sieht echt ziemlich aus. Okay. Also los geht's. Bis auf 3 Euro musst du dran sein. 3 Euro. 10 Euro. Okay. 12. Und ich habe gesagt, bis auf 3 Euro musst du dran sein. Das hat geklappt. Ich sag doch, das hat geklappt. Oh, also ich kann? Ja. Oh, cool. Du bist so damit beschäftigt. Du hast es gar nicht gemerkt, dass du das richtig gemacht hast. Das willst du. Du musst bis auf 2 Euro dran sein. Okay, dann geh mal gucken. 6,99 Euro. Ja, du warst bis auf 2 Euro dran. Okay. Oh ja, das wollte ich. Ich habe auch was gefunden, was ich gerne hätte. Ein Kleid. Und ich guck raus. Bis auf 5 Euro musst du dran sein. 30,40 Euro. Okay, guck mal drauf. Oh nee. Och, Avi. Das ist wirklich schön. Es hätte so schön sein können. Und es war so knapp. Ich habe eine Idee, das Blümchen-Kleid. Aber ich bleibe hier, sonst ich den Preis. Den Preis, den Preis. Okay. Dieses hier. Dann rate mal. Du musst bis auf 3 Euro dran sein. 24,30 Euro. Nee. 12,99 Euro. Da warst du wesentlich drüber. Das mit den Klamotten, das klappt auch noch nicht so gut, gell? Normalerweise würden wir jetzt zu Smith's Toys gehen, aber da dürfen wir leider nicht filmen. Also gehen wir zur Galeria Kaufhof. Genau. Smith's leider nicht. Schade, ne? Ja. Aber bei Galeria Kaufhof gibt es auch schöne Spielsachen. Ja. Für das da. Ava hat schon was gefunden. Und was meinst du? 50 Cent darfst du davon entfernt sein. 2,42 Euro. 2,42 Euro meinst du? Ja. Zwei. Komm schon. 2,49 Euro. Gut gemacht. Ja, kannst du einen wegnehmen. Haha. Ava möchte eine Barbie. Ava muss da stehen bleiben. Die Barbies sind hier drüben, damit du den Preis nicht sehen kannst. Welche Barbie möchtest du denn? Die alle Beine und Arme bewegen. Okay, die mit den beweglichen Gelenken. Dann musst du bis auf 5 Euro dran sein und rate mal den Preis. Was denkst du, was die kostet? 20,05 Euro. Okay, geh gucken. Geh gucken, wo ist sie, wo ist sie, wo ist sie, wo ist sie? 20,99 Euro. Hast du richtig gemacht. Welche ist es denn? Die da. Die da? Ja. Oh ja. Diese? Okay, na dann. Oh. Nimm sie dir weg. Okay. Also Spielsachenpreise scheinst du besser zu wissen als Drogeriepreise. Das schmeckt echt super lecker. Wir gehen jetzt in den GameStop. Und ich bin so erleichtert, dass die Ava mit ihren 8 Jahren noch so wenige Preise gut im Kopf hat. Sonst wäre das hier sehr teuer für mich. Aber so hält sich das echt in Grenzen.
ich bin sehr glücklich. Baby, das müssen wir jetzt so machen. Du musst mir sagen, was du in etwa willst und ich such's dir dann. Okay, weil vorne die Preise draufstehen. Pokémon-Kuscheltier. Okay, ich gehe suchen. Ich glaube... So sieht es aus. 9,99 €. Ich hätte ja jetzt gesagt, du musst bis auf 3 Euro dran sein. 9,99 € sagst du, ja? Ich denke. Okay. 19. 19,99 €. Das war nix. Oh, Avi, das mit den Preisen und dir, das wird nix. Das ist auch schwierig, ja? Ich habe mir gewünscht, dass wir nochmal zum Mediamarkt gehen. Na, was willst du denn gucken? Fernsehen. Okay, dann zeig mal auf einen drauf. Den da. Auf den da, aber jetzt nicht nach Preisen gucken. Mach die Augen zu. Bis auf 200 Euro. $400. Ey, wie der kostet 1479. Ja, also Eva, einmal darfst du noch probieren. Den hinter dir. Okay, du musst bis auf 500 Euro dran sein. 1400. Dreh dich mal um. Was steht da unten? 3159. Und stell dich mal vor den Fernseher, wie groß der ist, dass ihr mal seht. Wir haben überhaupt gar nicht genug Platz für so einen großen Fernseher im Wohnzimmer. Egal. Mama? Ja? Hängesessel wird mir noch gefallen. Ein Hängesessel? Ja. Den gibt's aber nicht hier. Dafür müssen wir ins Bauhaus. Okay, perfekt. Wir sind jetzt hier beim Bauhaus. Und wir sind total fix und alle, denn es ist so heiß. Wir testen hier gerade Gartenstühle aus, aber nach denen suchst du ja gar nicht, ne? Ja. Sondern nach einem Hängesessel. Und wir finden hier irgendwie gar keine. Okay, also wir gucken weiter. Wenn wir keinen finden, kann Eva keinen Preis erraten. Das wäre echt traurig, weil das hier ist unsere letzte Station. Ich sehe da vorne einen, Eva. Wollen wir mal gucken, ob der hübsch ist? Okay, also ich zeige euch erstmal, was der kostet. Und Ava. Bis auf 20 Euro musst du dran sein. Ich sag mal 300 Euro. Das stimmt. Ich habe neulich mit Papa so Preise angeguckt von so Spielen. Also Vorteil. Und du hast dir das gemerkt, was die so in etwa kosten. Das ist natürlich sehr clever, mein Schatz. Das hast du mir vorher aber nicht verraten. Ja. Okay, dann kaufen wir den, hä? Und hier sitzt die Ava und hat gewartet, während ich den Kaufvertrag fertig gemacht habe. Und hier könnt ihr es sehen. Da ist der Geflechthängesessel. Und da ist der Preis. Und der wird bald geliefert. Ich bin so aufgeregt. Wir sind wieder zu Hause. Das war eine echt coole Challenge. Nur es war ein bisschen doof, dass ich kein Fernsehen bekommen habe. Aber ein Hängesessel rettet alles. Dann würden wir uns über einen... Vergesst nicht, hier unten gibt es noch zwei Videos von uns, die ihr auch gucken könnt. Wir danken euch fürs Zuschauen und sehen euch dann... beim nächsten Mal. Bis dann, ihr Lieben. Tschüss. Tschüss. Hoffentlich in den zwei Videos bekomme ich noch im Fernsehen. Wer weiß. Ciao. Ich glaube eher nicht. Ciao. Ciao.